Wer klopft an? O zwei gar arme Leute. Einige Tage vor und kurz nach Weihnachten startet der Spaziergang im Ortszentrum und führt über einen fackelbeleuchteten Pfad durch den Wald und über verschneite Wiesen. Nach mehrjähriger Pause wurde diese Veranstaltung wiederbelebt und findet wieder in der ursprünglichen Art und Weise statt. Weil wir einfach immer wieder die Kollegen angeregt haben, geht bitte fasst das wieder an, weil das war einfach so schön und das möchte man wieder gerne haben. Ja, und heuer im Sommer habe ich einfach die Zeit dazu gehabt und dann habe ich das Glück gehabt, die richtigen Menschen zu finden. Das sind im Prinzip die Obleute von den Gödeker Traditionsvereine und da haben wir uns einfach zusammen dazu in einer Gruppe, haben einen Verein gegründet, der heißt Einklang Goldeck und es war wirklich ein großer Spaß, möchte ich sagen, diese Veranstaltung zu organisieren. Alle haben so fest mitgeholfen. Ja, und heute haben wir so ein bisschen einen ersten Lohn schon gekriegt dafür. Die Besucher werden an jeder der 7 Stationen musikalisch begrüßt. Stimmungsvolle Wanderung führt weg vom Alltagstrubel und hinein in die Stille der Nacht. Die Ruhe wird mit traditionellen Liedern und Weisen sanft unterbrochen und die Geschichten und Gedanken lassen einen innehalten. So eine Initiative, wie also da jetzt stattgefunden hat, also das ist eigentlich wirklich so eindrucksvoll und so stimmungsvoll. Also das gehört also meines Erachtens also voll unterstützt und eine größte Hochachtung für sowas, weil man sieht viele Veranstaltungen, Adventveranstaltungen, aber sowas wirklich, also wo sie eigentlich durch mit den ganzen Geschichten und mit den ganzen Ereignissen, also auch mit unserer Tradition so fortsetzt, also wirklich hervorragend und Komplimente Veranstalter. Die vielen Besucher, die der Einladung zur Auftaktveranstaltung gefolgt sind, freuen sich über die Wiederaufnahme der Adventwanderung und einer Fortsetzung im nächsten Jahr.